Nimm das, Bonkers! Jetzt haben wir ihn besiegt und bekommen den Giga-Hammer. Eine ultimative Kraft für Kirby. Kartstastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Hier auf Katze. Wir sind gerade in der Lore, im Sternenkreuzer von Magolor und werden jetzt mal eine kleine Aufgabe erledigen. Ei der Dotte. Drücke A, wenn Eier geworfen werden, und wenn Bomben geworfen werden, sollte ich einfach keine Taste drücken, um diese nicht einzusammeln. Mal gucken. Ei der Dotte. Ein sehr, sehr lustiges Minispiel. Geworfen werden diese Eier von von König Dedede, der allerdings in dem Fall ein Roboter ist. Und ihr seht schon, Kirby ist ein richtiger Vielfraß. Weg damit. Das nehmen wir alles mit auf. Lecker. Wir haben es gleich geschafft. Unsere Leiste ist gleich voll. Ein Ei noch. Geschafft. Wie viele waren das? 30 Eier? Kann das sein? Und die Maschine ist einfach kaputt. Highscore. 30 geschafft. Sehr schön. Level 2 und 3 freigeschaltet. Wir verlassen diesen Bereich. Und dann haben wir wieder etwas sehr, sehr Wertvolles geschafft. So, die anderen Level sind noch nicht freigeschaltet, können aber, nicht vergessen, im lustigen Magoland trotzdem jetzt schon gespielt werden. Wir müssten also theoretisch nicht die Zahnräder dafür einsammeln. Außer wir wollen 100% im Spiel schaffen. Und das habe ich zumindest vor. Oh, eine Eiswelt! Das ist die endlose Eiswaffel. Okay, ich bin gespannt. Was wird uns dort erwarten? Stage 1 wird freigeschaltet und der Maskenhändler ist auch schon in der Nähe. Den besuchen wir dann, wenn wir hier durch sind. Ich behalte erst einmal noch meine Waddle-Dee-Maske. So. Oh, Blitzi-Blank mit dem Besen. Hallo. Leider gibt es keine Blitzi-Blank-Fähigkeit. Die gibt es nur in Kirby Star Allies. Oder vielleicht auch noch in einem anderen Kirby-Spiel. Zumindest war sie dort meine Lieblingsfähigkeit. Diese Putzfähigkeit ist so cool und lustig. Und jetzt habe ich zum ersten Mal den Kämpfer. Wie heißt er nochmal? Jackie. Jackie Chan. Jackie Chan-Fähigkeit. Chu-chu-puh-puh-puh. Komm her, ich kann Karate. Und da ist die Mech-Fähigkeit. Soll ich wechseln? Immer wenn die Mech-Fähigkeit kommt, bin ich gewillt zu wechseln. Und ich mach's auch, weil sie so cool ist. Dieser Kampfroboter. Bum, 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 bum. Das ist eher, ja, wie gesagt, kein richtiger Kampfroboter, sondern ein Kampfanzug, ein Roboteranzug für unseren Kirby. So, Fledermäuse, kleine Zubats, allerdings mit Augen. Zubat hat ja keine Augen. Müsst ihr mal drauf achten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Erst die Entwicklung Golbat bekommt Augen. Ja, aber Fledermäuse haben, glaube ich, auch schlechte Augen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder habe ich es richtig im Kopf? Die kommunizieren ja mit Schallwellen, weswegen diese Augen auch gar nicht so wichtig sind für Fledermäuse. Also durch die Schallwellen wissen sie, wie weit Dinge entfernt sind und können so die Entfernungen abschätzen. Was haben wir hier? Das ist die Wasserfähigkeit. Nee, eine Feuerfähigkeit, okay. Passt ja besser zur Eiswelt, weil wir so Eis schmelzen können. Aber in dem Fall habe ich wirklich eine Eisfähigkeit gebraucht. Denn nur so komme ich hier zu den Sternen. Perfekt. Die Blöcke werden auch noch zerstört. Und da ist wieder die Mech-Fähigkeit. Ja, cool. Hier bräuchte ich jetzt aber wiederum Feuer. Geht mit der Mech-Fähigkeit, mit diesem... Ja, ich weiß gar nicht, wie der Angriff heißt. Mit dieser Feuerschleuder da oben. Aber es geht auch mit der reinen Feuerkraft. Und ziemlich gut. Da habe ich mich einfach mal fallen lassen. So. Und jetzt fällt mir erst auf, dass diese Hügel so kleine Iglos sind. Ob da wohl jemand wohnt? Jackie Lee, oder wie du auch heißt. Weg mit dir. Wir brauchen die Kampffähigkeit nicht. Ich bleib erstmal beim Feuer. Oh, wie süß. Schaut mal. Der Waddle Dee reitet auf dem Schwein. Naja, hat er zumindest bis vor kurzem noch. Und jetzt gibt es hier die Kanone. Kanone frei, Feuer frei. Biu, 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 biu. Wer kann mich hier noch stoppen? Also zumindest nicht die Poppy Banks. Zack, cool. Törtchen bekommen. Und weiter geradeaus. Ja, die nehmen wir alle mit. Uiuiuiuiui. Hier geht wirklich die Post ab.
Moment, das nehmen wir noch mit. Und solange die Kanone noch anhält, behalte ich sie natürlich. Jetzt sind die Schleuder! Wajajau! Ei, Karamba! Wo muss ich hin? Darunter vielleicht? Nee, da nicht. Ich muss da auf die rechte Seite. Ach so, war das auch falsch? So, jetzt aber. Njung. Und nach unten. Jetzt zum roten Stern. Zack. Und jetzt rüber. So, und nach rechts weiter. Und auch hier nochmal. Und da oben ist ein Versteck. Nein! Oh, Teppichtörtchen. Alles cool. Nicht schlimm. Sowas passiert mal. Also, nochmal. So, das haben wir mittlerweile rausgefunden und verstanden, wie das Prinzip hier funktioniert. Mein Trick, falls ihr Schwierigkeiten habt bei der Kanone, wisst ihr, wann ihr A drücken müsst? Eine Stufe vorher. Wenn ihr euch zum Beispiel nach oben katapultieren wollt, drückt A, wenn die Kanone nach links zeigt. Denn ihr reagiert in Anführungszeichen so langsam oder so schnell, dass es dann passt. Also immer eins vorher schon die Taste drücken. So mache ich das zumindest. Aber probiert das selbst heraus und findet eine Lösung für euch, wie es für euch am besten funktioniert. Also ich achte immer darauf, dass ich A drücke, wenn ich eine Stufe davor bin. Möchte ich also nach rechts und dreht sich die Kanone im Uhrzeigersinn, drücke ich erst A, wenn die Kanone nach oben zeigt. Klingt alles sehr kompliziert, ihr kriegt aber ein Gefühl dafür, wenn ihr das mal ausprobiert habt. So, rein durch die Tür. Und das ist bestimmt ein Bonusbereich, weil ich die Tür ja nicht zufällig gefunden habe, aber die ist ja nicht so einfach zu erreichen, wenn man das Zahnrad möchte. Oh, was bist du denn? Bist du ein Wassergegner? Ja, das war ein Wassertropfen. Wassertropfen, die im Spiel als Gegner fungieren. Super lustig. Zauberzahnräder in 4-1 somit komplett. Und hey, ein Mikrofon. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die es schon seit dem ersten Kirby-Spiel gibt. Dann macht man einfach Musik. Oder Kirby macht nicht wirklich Musik, sondern schreit. So, Kirby, Zeit wieder zu brüllen, zu schreien. Einfach in das Mikrofon. Ja, zu schreien. Ich kann mich da nur wiederholen. Einmal kann ich es noch nutzen. Die Popstar-Fähigkeit, so nennt sich die Fähigkeit. Dreimal geht das. Und jetzt bin ich ein Rockstar. Yeah. Das zieht nochmal viel ab. Nicht alles, aber viel. Jetzt habe ich keine Fähigkeit, um zu kämpfen. Kriege aber Sterne von meinem Gegner. Kann ich einsaugen und auf den Gegner spucken. Zack. Schwertkoloss besiegt. Ich bekomme das Schwert. Und kann somit weitere Geheimnisse lüften. Am besten ist noch, ich nehme die Peitsche hier mit. Und dann komme ich oben an das Extra-Leben. Cool. So, da ist schon der Ausgang. Wir haben alle Zahnräder. Da oben ist nichts mehr. Dann geht es auch schon darüber. Oh, Moment. Eine Blume. Eine Blume mit einem Extra-Stern. Geschafft. Bonusspiel. Jetzt katapultieren wir uns wieder. Und auf Stufe 2 gekommen. Na, immerhin. Und da kommt wieder unser UFO. Ein unbekanntes Flugobjekt. Dafür steht die Abkürzung UFO. UFO. Stage 2. Wir kommen. Aber vorher geht es noch zum Maskenhändler. Wie aus Zelda Majora's Mask. Hallihallo, Hallöchen, womit darf ich dienen? Ja, wir haben noch nicht so viele freigeschaltet, aber ich nehme mal Wispy Woods. Die hatten wir noch nicht an. Danke für deinen Besuch. Falls du deine Maske abnehmen möchtest, weißt du ja Bescheid. Drücke R und dann, um sie aufzusetzen, wieder R. Okay? Okay. Jo, alles klar, ich weiß Bescheid. Stage 2. 4 Zahnräder gibt es hier. Werden wir sie alle finden? Wer bist du denn? Bist du eine Eisfähigkeit? Ein Eisvogel? Ja, normale Eisfähigkeit. Okay. Nichts Besonderes. Also verhältnismäßig nicht besonders. Kennen wir ja schon. Na gut. Was gibt es hier? Oh, ein Schneemann. Oh, Achtung, gefallen. Ah, ich hab's gesehen und trotzdem springe ich rein. Wie süß sich Kirby bewegt, als würde er Schlittschuh fahren. Auf dieser Eisfläche mit der Eisfähigkeit. Ah, Ninja. Die Ninja-Fähigkeit. Jetzt habe ich Wurfsterne. Oder auch diese, ja, wie nennt man diese Waffen? Wurfpiekser. Nee, sie heißen natürlich anders. Ich nenne sie jetzt Wurfpiekser. Und natürlich mein Katana. Ein Katana ist ein japanisches Schwert. Katana!
haben Cat und Anna ein Wario. Deswegen heißen sie auch Cat und Anna, die Zwillinge, weil es Ninja-Zwillinge sind. Cat und Anna zusammen gelesen ergeben Katana. Katana, Katana, wisst ihr, was ich meine? Das war so die Grundidee für den Namen von diesen Zwillingen aus WarioWare. Wir haben ja WarioWare, oh, wie hieß denn das Spiel? Ich sag immer, ich denke immer an Smooth Moves. Das war allerdings das Wario-Spiel auf der Nintendo Wii. Wie hieß denn das nochmal? Wario... Oh, ich komme jetzt echt nicht drauf. Ich müsste jetzt in die Schublade schauen. Aber ich spiele gerade, ich kann jetzt nicht schauen. Na gut, weiter geht's. Haben wir ja auch gespielt, dieses Wario-Spiel. Das war ja so ein Minispielpaket mit sehr lustigen, sehr komischen, kurzen Minispielen, die jeweils maximal 10 Sekunden gegangen sind. Und nach oben gefeuert! Oh, hallo Ninja. Brauchen wir deine Fähigkeit? Bin mir jetzt nicht sicher. Moment. Ich aktiviere erstmal den Schalter. Ach so. Ah, das geht aber auch ohne Ninja-Fähigkeit. Schaut mal. Ich kann ja hier diesen Dash nutzen. Oh. Okay, nochmal. Und ja, jetzt hat es irgendwie geschafft. Und also es hat funktioniert. Es hat irgendwie geschafft. Es hat funktioniert. Nichtsdestotrotz wollen wir weitere Zahnräder finden. Aktuell habe ich nur eines. Drei fehlen also noch hier in diesem Level. Voll getroffen. Da kamen die Eiszapfen herunter. Bum, 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 bum. So, hallo Springy. Springy Bungi. Die springende Sabrina. Vorbei an der springenden Sabrina. Und hier sind wir wieder im Schuh, Schuh, Schuppidoo. Der Schuh mit den Spikes. Sieht aus wie so ein massiver Fußballschuh. Ja, damit wir uns gut fortbewegen können und sicheren Halter haben. Oh nee, ich bin abgestürzt. Ja, ich habe mich, glaube ich, zu wenig auf das Springen konzentriert. Entschuldigt, nicht so schlimm. Wir machen es gleich noch einmal. Diesmal schaffen wir es. Diesmal passen wir ein bisschen besser auf. Also, rein in den Schuh. Eigentlich ist dieser Abschnitt ja gar nicht so schwer. Und für gewöhnlich liegen mir Jump-and-Run-Spiele, also Spiele, in denen man rennt und springt, so typische Mario-Spiele, Kirby gehört ja auch dazu. Solche Spiele liegen mir immer von allen Spielegenres am besten. Es gibt ja Rennspiele, Taktikspiele, also Strategiespiele wie Mario & Rabbids Sparks of Hope, Rollenspiele, man denke da an Pokémon, wo man abwechselnd kämpft, also Runde für Runde. Paper Mario gehört ja auch in diese Kategorie. Ja, und es gibt noch Puzzlespiele, so viele andere Spiele. Und Jump-and-Run-Spiele, solche Spiele, Spiele dieser Art, liegen mir am besten. Und trotzdem stürze ich hier und da immer mal wieder ab in diesem Kirby-Spiel. Aber gut, passiert. Ich habe ja genug Leben, um das, ja, auszukontern, um das wieder gut zu machen. Zumindest so viele Leben, dass ich das ganze Level nicht von vorne beginnen muss. Ich kann einfach da ab der einen Tür weiterspielen. Jede Tür ist sozusagen eine Zwischenspeicherung. So, Steinfähigkeit. Jetzt bin ich wieder mit massiven Steinmuskeln ausgestattet. Und da lasse ich mich einfach nur fallen. Ich rutsche hier herunter. Und allein diese Kirby-Statue ist ja richtig cool. Oh, jetzt sind wir hier gefangen. Ja, bloß weg da. So, neue Steinfähigkeit brauche ich allerdings nicht. Ich lasse dich in Ruhe. Und dann rutschen wir hier jetzt weiter. Man kann diesen Abschnitt auch ohne Stein machen, aber mit der Steinfähigkeit ist es natürlich tausendmal einfacher. Hier hätte ich rechtzeitig rausgehen müssen, damit genau das nicht passiert. So, hallo Steini. So, da können wir sogar hoch. Und das ist wirklich so ein ganz normaler Backstein. Ja, nicht mal ein Backstein. Das ist einfach so ein Stein von der Straße. Und hier, rechtzeitig raus, bevor ich in den Abgrund stürze. Und dann wäre wirklich vorbei. So, was haben wir hier? Perfekt. Genau für diesen Bereich brauche ich den Stein. Und da gab es Energie für uns. Autsch, ey, Moment. Sollen wir hier die Fähigkeit wechseln? Ich nehme mal den Beam. Der ist, glaube ich, ganz praktisch und lustig. Jetzt kommt ein Zwischenboss. Ich bin bereit. Wer bist du? Ich zeig dir meinen Beam, mit dem ich dich besiege, Super Bonkers. Super Bonkers hat eine Fähigkeit. Seht ihr das? Er leuchtet. Er wird uns also die Super Hammer-Fähigkeit schenken.
Also, schenken im Sinne von, wir haben sie dann temporär. Für kurze Zeit also. Wir haben sie nur für kurze Zeit. Bean, nochmal! Boah, jetzt wirft er wieder mit den Kokosnüssen. Komm, 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 komm. Oh, das zieht leider nicht so viel ab. Autsch. Na, warte. Ich muss dich irgendwie stoppen. Ohne, dass du mir jetzt den Rest gibst. Das war gut, das war gut. Das hat auch viel abgezogen. Fragt mich nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ihr könnt aber auch Start drücken, dann seht ihr... Oh, ja, okay, wir kriegen die Superfähigkeit. Den Superhammer, der sogenannte Gigahammer. Oh, ich sehe aus wie so ein alter Samurai. Mit diesem Seil, mit diesem blau-roten Seil. Naja, was ich sagen wollte. Wenn ihr Start drückt, dann könnt ihr nochmal eine Beschreibung sehen, wie die einzelnen Angriffe für die jeweilige Fähigkeit funktionieren. Also behaltet das im Hinterkopf. Falls ihr mal nicht weiter wisst und die passende Fähigkeit womöglich habt, schaut da mal rein. Dann nutzt ihr bestimmt auch Angriffe, die ihr zuvor noch nie benutzt habt. Zum Beispiel die Sandfähigkeit. Man kann auch eine Sandburg bauen. Und wisst ihr, wie ihr das macht? Ihr müsst schnell nach unten und dann nach oben und dann B drücken. Oder A. Also erst runter und dann hoch. Ich meine, wie kommt man auf die Idee? Wenn man das nicht weiß, dann macht man das nicht unbedingt, weil man kämpft ja mit B. Aber warum soll ich erst runter und dann hochdrücken? Wisst ihr, was ich meine? Und das sind so Fähigkeiten, die ganz besonders sind. Also Angriffe, die besonders sind. Und jeder Angriff hat dann eben so seine Spezialitäten. Ich glaube, ich habe bei der Mech-Fähigkeit auch noch nicht alles gesehen, was es so gibt. Würde ich mal vorsichtig behaupten. So, jetzt komm. Wie mache ich das denn? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Hier mit diesen Totempfählen oder mit diesen, ja, Jack in the Box, mag man ja schon fast sagen. Achso, ich muss sie treffen von oben und dann gehen alle kaputt, oder? Ich muss sie einfach nur auf den Kopf erwischen. Und wenn der Stern natürlich gezeigt wird. Und kabium! Die armen Gegner, die wurden alle zerquetscht. Geht es hier weiter? Da sind wieder Jack in the Box. Ein paar Jacks. Und da unten ist ein Ticket. Das sogenannte. Achtung, jetzt kommt's. Runaway Ticket. Runaway Ticket. Kennt ihr das Lied? Kennt man vielleicht nicht so. Ist es bekannt? Das ist ein super altes Lied. Hier, Jack in the Box. Und kaboom. Oh, das war stark genug. Obwohl das nur der kleine Hammer war. Okay, es gab nur ein paar Sterne. Also nicht so viele Besonderheiten, aber jedes bisschen zählt. So, nächster Abschnitt. Und Kadao. Auch ein sehr, sehr schöner Schlag. Und das bringt uns zu einem neuen Portal. Da wartet schon ein großer, starker Gegner auf uns. Ich bin gespannt. Ab geht die Post. Leider verlieren wir dann den Superhammer, aber... Das sind wir ja gewohnt, dass wir die Fähigkeiten im Portal nicht nochmal nutzen können. Und wie es scheint, gilt es hier schnell die Schlüssel von A nach B zu transportieren. Um die Tore zu öffnen. Gut, kein Problem. Jetzt hier vorsichtig hochspringen. Und durch das nächste Tor. Einsaugen! Und rausspucken. So, schnell dem Stern hinterher. Oh, wie komme ich jetzt da durch? Moment, Moment, Moment. Ich muss hier erstmal... Ja, genau. Perfekt. Das hat funktioniert. Und wir kriegen eine Kanone. Biu, biu, biu. Volle Kraft voraus. Wer möchte uns stoppen? Niemand. Denn ihr habt alle Angst vor Kirby und seiner Superkanone. Ja, wie kann man Kirby jetzt noch stoppen? Gar nicht mehr. Selbst diese Waddle-Dee-Roboter bewegen sich hinfort. Sie bewegen sich weg. So, schnell noch alles einsammeln. Und dann ab durch die Tür. Nächster Bereich. Komme ich bis zum Sphärengegner mit der Kanone? Moment, Moment, Moment. Ich nehme noch hier den Ninja. Und nein, die Kanone ist kaputt, oder? Nee, ich nehme lieber Feuer. So, Feuer ist besser. Weil mit dem Ninja kann ich nicht nach oben angreifen. So, schnell, 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 schnell. Da kann ich noch mit der Kanone schießen. Nein, die Kanone ist kaputt. Schade. Ich dachte, ich kann die Kanone hier noch nutzen. Sphärenspuk. Ich mache jetzt platt, mein Freund. Also mein Freund bist du nicht. Du bist eher mein Gegner. Der Bösewicht. Ich brauche deine zwei Zahnräder. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich sie dir jetzt abnehme. Vorsicht.
Sehr schön, sehr schön. Wow, wow, wow. Was war das für eine Fähigkeit? Wie Elektrostrahlen. Und Achtung, jetzt kommt er von hinten angeflogen. Uiuiui. Und nochmal. Sehr schön, mit dem Feuerball. Nochmal wichtige Treffer. Ja, das zieht alles sehr viel ab. Und ein letzter Treffer. Das war's für den Sphärenspuk. Damit habe ich alle Zauberzahnräder in Level 4-2 erhalten. Durch das Portal hinaus in die freie Welt hinaus, sagte die Maus. Und dann kam der Klaus und sagte, hallo, liebe Maus. Irgendwie so. Geschafft. Bonus-Level, Bonus-Spiel. Nach oben, nach oben. Oh, ja, oh, gut, gut. Wir haben die 1 doch noch erreicht. Und Kirby freut sich und zeigt seinen tollsten Tanz. Der sogenannte Kirby-Tanz. Cool. Geschafft. Stage 2 abgeschlossen. Stage 3 aktiviert. Dididit. Die von dir gesammelten 50 Zauberzahnräder haben die Tür zum Minispiel Samurai Kirby geöffnet. Spiele es mit Freunden. Das werden wir. Auf jeden Fall. Meine Lieben, wie wird es hier weitergehen? Tippt auf dieses Video. Das wird euch auf jeden Fall gefallen. Bleibt katztastisch.